was ist der Deal? Was ist Projektdeal? Deal, wissen wir ja alle, kommt aus dem Englischen und ist ein Handel oder eine Verhandlung. Und ein guter Deal, den machen wir, wenn wir erfolgreich und mit Vergünstigungen aus etwas rausgehen. Und die deutsche Bibliothekswelt hat sich jetzt seit 10 Jahren mit dem Projekt Deal beschäftigt. In diesem Projekt Deal hat man mit verschiedenen ganz großen Verlagen verhandelt. Die da wären, man hat angefangen mit Wiley, man hat dann mit Springer Nature weitergemacht. Und eigentlich ist man mal mit Elsevier gestartet, aber da sind die Verhandlungen ganz schnell, nämlich vor 10 Jahren, dann schon abgebrochen worden. Und dann kam der Boykott mit Elsevier. Worum geht's? Es geht darum, dass über viele Jahrzehnte Bibliotheken weltweit sehr viel Geld ausgegeben haben für die Leserechte. Sprich also, wenn ich eine wissenschaftliche Zeitschrift einkaufe, dann bezahle ich ein Abonnement. Früher war das im Papier, heutzutage sind wir gewohnt, alle online zu lesen. Und da sind die Kosten über die letzten 20, 30 Jahre explodiert. Das ist alles immer teurer geworden. Und man hat dann irgendwann im deutschen Wissenschaftsbetrieb gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten, da muss sich etwas verändern. Also ist angedacht worden, das nennt man Transformation, dass sich die Kosten verschieben, im günstigsten Fall auch vergünstigen. Da werden wir später gucken, ob das wirklich gelungen ist. Also, die Kosten verschieben sich weg von den Leserechten hin zu Publikationen. Wenn Forschende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse publizieren, werden sie demnächst im größeren Umfang dafür bezahlen, beziehungsweise ihre Einrichtungen. Und da ist jetzt eben im Jahre 23 sind drei verschiedene Verträge abgeschlossen worden, nämlich mit den Verlagen, die ich gerade erwähnt habe. Die Verträge mit Wiley und Springer Nature sind schon davor gelaufen, über jeweils 4 Jahre. Und jetzt ab 2024 haben wir eben drei große Verträge. Es ist bei Wiley und bei Springer Nature immer noch darauf basierend, was man früher mal bezahlt hat, also sprich, was haben die Leserechte gekostet. Und bei Elsevier ist es so, dass man jetzt von vornherein auf eine reine Publikationsvereinbarung gegangen ist. Man hat eben geguckt, wo ungefähr liegen die Kosten, beziehungsweise die Anzahl der Fachartikel, die bei Elsevier publiziert werden, von deutschen Einrichtungen. Und dahingehend ist dann auch der Kostenvoranschlag entworfen worden. Die Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze für Deutschland verhandelt haben, haben sich sehr, sehr große Mühe gegeben in den letzten wirklich 10 Jahren und vor allen Dingen in den letzten paar Jahren, wo es dann sehr, sehr intensiv wurde. Und die Transformation ist im vollen Gange mit diesen drei Großverlagen. Aber es gibt natürlich auch andere Konsortialvereinbarungen, so nennt man das, wenn sich viele einzelne Einrichtungen, Bibliotheken zusammentun, um dann einen besseren Preis zu erreichen, zum Beispiel in Verhandlungen mit einem Verlag. Und wie gesagt, das Projekt Deal hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es geht eben auch um die drei ganz großen wissenschaftlichen Fachverlage. Wenn man von der 80-20%-Regel ausgeht, kann man davon ausgehen, dass die, naja, fast schon 80% abdecken. Und die anderen Verlage, die es noch so gibt, die decken dann den Rest ab. Es gibt natürlich auch noch andere große Verlage, aber die kommen eben an diese drei dominanten Verlage nicht wirklich ran. Und das ist auch einer der Kritikpunkte. Alles hat sich sehr auf das Projekt Deal konzentriert. Da fließen jetzt sehr, sehr große Geldströme herein. Und die Frage, die sich natürlich noch stellt, ist, was wird aus den anderen Verlagen, die ja auch sich bemühen, in der Transformation eine Rolle zu spielen? Und das bleibt jetzt abzuwarten. Wir haben jetzt das erste Jahr, wo wirklich diese drei großen Verlage einen Vertrag anbieten und dieser Vertrag wahrgenommen wird. Und es gibt natürlich auch andere Entwicklungen. Es gibt auch die Diamond-OA-Entwicklung, wo man davon ausgeht, ob man das schafft, dass niemand bezahlt, also dass weder für das Lesen noch für die Publikation bezahlt werden muss, dass eben die Gelder dann einen anderen Weg gehen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Aber im Moment ist es eben schon so, dass im Projekt Deal sehr viel Geld im deutschen Bibliothekswesen einfach jetzt gerade gebunden ist. Und dann wird man sehen, es wird sich weisen, die Verträge laufen über jeweils 5 Jahre.
wie erfolgreich das Ganze jetzt sein wird. Aber der große Nutzen, und das können sich alle merken, ist eben, alle deutschen Forschenden, die bei Institutionen arbeiten, die am Deal teilnehmen, können eben diese großen Fachverlage völlig frei nutzen und können eben frei lesen. Das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil und auch ein sehr gutes Ergebnis für die Open Access-Bewegung, dass eben zumindest der Lesezugriff dort eben jetzt frei verfügbar ist. Und ZB Med nimmt auch daran teil. Die drei zentralen Fachbibliotheken sind zwar nicht stark in der Publikation, also ist ja nicht unsere Rolle, wie an einer Universität zum Beispiel, dass dort sehr viel publiziert wird. Wir leisten trotzdem weiter einen Beitrag, um solidarisch eben mit dem Projekt Deal zu sein. Und daher kommt es auch, dass eben unsere Lesenden auch freien Zugang zu diesen drei großen Verlagen haben. Und nicht nur da, wir haben da auch noch, was wir Fernzugriff nennen, weitere Verlage im Angebot. Es nutzt sich also, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ZB Med Fernzugriff, wenn man das in Google eingibt, mal vorbeizuschauen und das auch zu nutzen.